Lasst uns einen Tellerrock nehmen. Der Kumpel da hinten, den habe ich vor einiger Zeit gemacht, hängt da, damit man sich so grob vorstellen kann, wohin die Reise geht. Der Plan heute ist aber einen kleinen Ticken anders. Ich habe eine nicht ganz so gut gelungene Zeichnung dazu, aber sollte reichen, um sich den Grundsatz vorstellen zu können. Und zwar soll mein Rock diesmal vorne kürzer werden als hinten. Ich finde, das passt ganz gut zum Sommer. Irgendwie so ein bisschen luftig und auch zu meinem Stoff, den ich dazu ausgesucht habe. Oder naja, halt in den Weiten meines Schrankes wiedergefunden habe. Das ist ein Jersey, der ist ziemlich stretchy und auch ziemlich dünn. Das heißt, der wird ziemlich locker und weich fallen. Und das sollte mit diesen zwei Längen, glaube ich, ganz gut zusammenpassen. Das heißt, das wird noch ein bisschen anders aussehen als bei denen, nicht nur wegen der Längen, sondern auch vom Fall her. Der ist aus dem Halbkreis geschnitten, der andere wird auch aus dem Halbkreis geschnitten, der wird allerdings mehr gerade runterfallen und ein bisschen feinere Falten machen. Ich bin gespannt, wie das wird, habe ich so noch nicht gemacht und Plan A wäre jetzt Schnittmuster. Lass uns vorweg noch mal einen kleinen Ausflug in die Welt der Tellerröcke machen. Ihr seht auf dem Bild im Prinzip, wie das konstruiert wird. Also es besteht ein großer, runder Tellerrock, den ihr auf der linken Seite seht, einfach nur aus zwei Kreisen. Und die kann man relativ easy ausrechnen, wenn man einmal seinen Taillenumfang gemessen hat und weiß, wie lang das Ding werden soll. Dann stehen auf der linken Seite die Formeln. Ich teile einfach den Taillenumfang durch 2 Pi und habe den ersten Radius und zähle noch die Länge dazu für den äußeren Radius. Das kann man dann einfach ausschneiden. Die Formel verändert sich einen kleinen Ticken, wenn ich einen halben Teller machen möchte, der also ein bisschen weniger Volumen hat als Rock. Und ihr seht auf der rechten Seite einfach Taillenumfang durch Pi und dann noch die Länge dazu zählen, dann hat man die beiden Radien. So ähnlich wird es jetzt auch funktionieren, nur dass halt meine Länge vorne und hinten unterschiedlich ist und sich dadurch eher so ein Oval-Eier-Ding ergibt. Das zeige ich euch als nächstes. Hier seht ihr jetzt das Schnittmuster für den Tellerrock. Das mache ich normalerweise nicht am Computer, sondern zeichne mir die Kreise bzw. Halbkreise einfach direkt auf den Stoff. In diesem Fall wollte ich aber auch nur mal sicher gehen, dass diese Kurve irgendwie halbwegs so wird, wie sie sein soll. Denn hier habe ich als Radius quasi die vordere Länge genommen. Und hier, wo es länger wird, ist es meine hintere gewünschte Länge. Heißt, ich habe zwei Schnittteile. Hier wäre die Seitenlinie und hier ist das Vorderteil einmal quasi im Bruch gezeichnet und hier ist das Rückenteil auch im Bruch. Das wäre vordere und hintere Mitte, diese Kanten. Darum geht auch der Fadenlauf in die Richtung. Und wenn wir das jetzt aufklappen würden, dann hätten wir halt einen kompletten Halbkreis. Das drucken wir jetzt, schneiden es aus und dann gucken wir mal, wie das mit dem Stoff läuft. Das war bis hierhin schon mal sowohl erfolgreich als auch einfach. Sitzt im Prinzip so, wie ich es gerne haben wollte. Oben ist es jetzt einfach mal mit so einem Stück Reststoff festgeknotet. Das müssen wir jetzt als nächstes schön machen und zwar indem wir ein Bündchen annähen. Und da habe ich in meiner Gummibandkiste gekramt und die hat entschieden, dass unser Bündchen offenbar eine Höhe von 3,5 cm bekommt. Das kommt als nächstes logischerweise hier oben einmal rum. Das Gummiband kommt mit rein, weil der Stoff einfach so weich ist, dass sich der Rock ansonsten nach unten verabschieden würde. Das wollen wir ganz sicher nicht haben. Soll sagen, wir nehmen jetzt als nächstes das Bündchen aus einem Stück Rechteck, was die Taillenweite hat, minus ungefähr 5% werde ich noch abziehen, damit es da schön stramm sitzt. Und dann kommt das Gummi da mit rein. Und anschließend sind wir schon gar nicht mehr weit vom Ziel entfernt. Bündchen ist auch schon dran. Soweit also tatsächlich bis auf die untere Kante so gut wie fertig der Rock.
Ich werde es jetzt auf den illegalen Weg probieren und werde da einfach das zweimal eng einschlagen und mit einem geraden Stich drüber gehen. Wenn ich Pech habe, macht er, was Jersey manchmal tut und wälzt sich und ich muss das doch irgendwie vernünftig mit einem dehnbaren Stich machen. Wichtig bei dem Teil ist, weil man halt ja quasi von innen reingucken kann, dass das halbwegs ordentlich ist. Also drückt die Daumen und wir sehen uns gleich wieder. So, der Bock ist fertig. Ich bin soweit ganz zufrieden. Das ist so geworden wie angedacht. Ich glaube, der sieht auch ganz gut aus. Ich muss mich da nur tatsächlich noch mal ein bisschen dran gewöhnen, habe ich so das Gefühl. Aber grundsätzlich glaube ich, das könnte mir gefallen. Naja, wenn ich mich halt dran gewöhnt habe, dass das irgendwie vorne und hinten ungleich ist. Ansonsten sei noch angemerkt, ich habe dazu jetzt Jacke und Tanktop an. Die habe ich behaart aus der Wäsche gekramt, weil ich wirklich auch nichts anderes dazu habe. Offenbar trage ich recht selten solche Taillenröcke. Meistens sind sie bei mir eher so hüfttief. Den einzigen anderen, den ich besitze, den habt ihr vorhin gesehen. Der hing da auf der Puppe am Anfang. Und von daher wäre ich doch ganz glücklich über Tipps, was ich dazu noch tragen bzw. nähen kann. Und ansonsten scheint hier gerade die Sonne, das heißt, ich gehe jetzt raus mit dem neuen Rock.